Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Tutorial-Reihe zu dem Strategie-Epos Europa Universalis 4 aus dem Hause Paradox. Wenn euch dieses Video gefällt oder wenn es euch weiterhilft, dann lasst mir bitte ein Like da, damit unterstützt ihr diesen Kanal aktiv. Okay, wir beschäftigen uns in dieser Folge mit dem Elefanten, der hier in der Küche steht, nämlich dem Handel. Eine Möglichkeit in Europa Universalis wirklich viel Geld zu verdienen. Allerdings ist das eine Philosophie, die man nicht intuitiv gut versteht. Dazu mache ich ja dieses Tutorial, dass ihr auch das besser versteht und da einen Einblick, ein Verständnis irgendwie erhaltet, was euer Spiel effizienter werden lässt. Generell richtet sich dieses Tutorial an Anfänger. Ich erhebe hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Deswegen, wenn ihr der Meinung seid, dass irgendwas, was wichtig ist, hier nicht genannt wurde oder vielleicht sogar falsch genannt wurde, dann ergänzt das doch bitte in den Kommentaren. Damit helft ihr uns allen. Okay, jetzt fangen wir aber an. Also, wir sprechen hier erstmal über Handel. Was ist das eigentlich? Ist, glaube ich, selbsterklärend. Also, hier wird einfach durch den Handel mit Waren Geld generiert, was eurer Nation zugeführt wird. Der Handelstab, den findet ihr hier. Schnelltaste ist die 5, aber im Gegensatz zu den vorherigen Folgen, wo wir ja wirklich viel in diesem Tab waren, werden wir in dem Handelstab hier dann doch nur relativ kurz verweilen. Dennoch möchte ich euch den natürlich erklären. Ihr seht hier in diesem Kästchen alle relevanten Faktoren, die auf euren Handel einwirken. Ihr seht auch hier mit einem Mouse-Over-Tool-Tipp wieder sehr schön, was das verursacht, was es für Konsequenzen hat und so weiter. Die einzelnen Begriffe, da reden wir dann gleich noch drüber. Hier seht ihr den Betrag, den ihr mit Handel erwirtschaftet, und dieses Kuchendiagramm zeigt euch anteilig den Anteil des Handels an den Gesamteinnahmen. Ne? Also wir sehen hier 147 oder 148 Einnahmen. Davon sind 21,68 werden durch Handel generiert. Hier würden wir Nationen sehen, gegen die wir ein Embargo verhängt haben. Hier sehen wir die Nationen, die ein Embargo gegen uns laufen haben. Und hier sehen wir Nationen, die Handelsmacht an uns übertragen. Hier könnt ihr den Merkantilismus fördern. Für 103 diplomatische Macht in diesem Fall würde dann 1% Merkantilismus erhöhen. Und der Merkantilismus ist eine Mechanik, der euren Handel effizienter werden lässt. Ihr seht hier unten alle wichtigen Handelsknoten, an denen wir Handel treiben. Das sind sehr viele. Wir haben ja im Spiel mit Großbritannien haben ein weltumspannendes Reich. Das werden natürlich weniger, wenn ihr ein Land wie Preußen zum Beispiel habt und wirklich nur so diese Inlandknoten und hier an der Ostsee und Nordsee bedient. Aber in dem Fall sind es sehr viele. Ja, manche sind hier wichtiger, manche sind hier unwichtiger. Hier seht ihr also den Namen des Handelsknotens, nicht einer Provinz oder so, sondern das ist der Name des Handelsknoten, was Handelsknoten sind. Dazu gleich mehr. Hier seht ihr, ob Händler von euch vor Ort sind, also ob ein Händler in diesem Handelsknoten Chesapeake Bay zum Beispiel, ist hier was anderes als so ein Minus zu sehen, ja? Dann ist hier ein Händler vor Ort und dieses Symbol gibt gleichzeitig an, was dort geschieht, was der Händler dort für einen Auftrag hat. Genauso hier seht ihr, es gibt zwei Möglichkeiten, einmal Handel abschöpfen, das ist dieses Symbol, oder eben weiterleiten, das ist dieses Symbol. Handel wird automatisch weitergeleitet, ist kein Händler vor Ort, Handel wird automatisch abgeschöpft, ist der Handelsknoten euer Haupthandelshafen. Aber die ganzen Erklärungen erfolgen noch, also keine Panik.
So, hier könnt ihr direkt einen Händler hinschicken. Hier seht ihr auch das Einkommen. Hier seht ihr die Handelsmacht, die ihr an diesem Knoten habt. So, und hier sehen wir den Warenwert und danach könnt ihr das eben gesamte Handelsmacht, aktuelle Handelsmacht. Also hier könnt ihr den nach der gesamten Handelsmacht in diesem Knoten, die alle Nationen dort vereinen. Und hier könnt ihr nach eurer Handelsmacht sortieren. Ja? Okay. Das soll es dann auch gewesen sein mit unserem Handelstab. Wir werden hier jetzt eigentlich die ganze Zeit auf diesem Kartenmodus hier rumhängen. Das ist euer wichtigstes Tool eigentlich, um den Handel zu managen. Also zumindest mache ich das immer über den Kartenmodus. Ganz kurz noch gesagt, ihr seht natürlich auch hier in der Übersicht eure Händler. Hier sehen wir haben Lirum Larum 5 Händler. Stimmt das? Das stimmt. Die sind auch alle im Einsatz. Seht ihr hier an der Zahl 0, sonst wäre hier eine 1. Das würde sagen, dass hier noch ein Händler verfügbar ist. Und hier sieht man auch wieder, was die für eine Mission haben und wie viel Geld. Die leiten alle Handel weiter. Und hier seht ihr, wie viel Geld bzw. welchen Warenwert diese Händler weiterleiten. Also, was sind überhaupt Handelsknoten? Der Basti sagt die ganze Zeit hier Handelsknoten. Was ist das denn überhaupt? Ein Handelsknoten ist vielleicht jetzt modern gesehen mal wie die Frankfurter Börse zum Beispiel. Ja? Also ein Zentrum, an dem Handel getätigt wird und eben wo Handel, Waren auch zusammenlaufen. Also vielleicht in der damaligen Zeit waren das wahrscheinlich Häfen wie Amsterdam oder eben London oder so, ne? Oder Venedig oder so. Also Zentren, wo Waren aus Übersee oder auch eben aus dem Inland vielleicht an großen Handelsrouten ankommen und eben auch, ja, vielleicht umgeladen werden und eben gehandelt werden, ja. So muss man sich das ein bisschen vorstellen. Das ist, wie gesagt, abstrakt in diesem Spiel dargestellt. Und ihr erkennt die Handelsknoten an so einem großen Kästchen hier, mit wo ihr gleich auch Informationen in Form von Zahlen bekommt über den Handelsknoten. Und zu jedem Handelsknoten führen entweder Pfeile hin oder es führen auch Pfeile weg, ja, so wie hier zum Beispiel. Und die Anzahl an, also diese Pfeile, das sind sozusagen die Warenströme. Ja, der Weg, den die Waren nehmen, eben in einen Handelsknoten hinein und eben auch wieder hinaus. Und ihr erkennt sofort anhand der Anzahl an Zuströmen bzw. Abgängen von Waren, könnt ihr schon den Wert eines Handelsknoten ermessen. Nicht absolut, aber das ist ein erster Indikator. Und besonders wertvolle Handelsknoten sind natürlich auch historisch. Ja, ist Genua, ist Venedig. Ihr seht, hier sind jetzt 5 Ströme, die alle hineingehen. Das heißt, jeder Taler, der in diesen Knoten hineinfließt, der bleibt da. Der wird da nicht rausgehen, außer also in Form von, es schöpft eben jemand diesen Handel ab und wandelt das in echtes Einkommen um. Ja, also das sind besonders wertvolle Handelsknoten. Hier ist zum Beispiel Lübeck, ne, war natürlich auch eine sehr wichtige Hanse- und Handelsstadt. Aber hier geht dann dennoch ein Strom weg, aber es gehen immerhin 4 Ströme zu. Also auch das ein sehr wichtiger Handelsknoten, aber eben der Ärmelkanal ist dann doch noch wertvoller, denn auch hier gehen alle Ströme hin. Also merke, Ärmelkanal, Genua und Venedig, das sind die 3 wichtigsten Handelsknoten in Europa und damit eigentlich auch weltweit. Ja, das Spiel heißt nicht umsonst Europa Universalis. Europa ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt nicht nur der Politik, sondern auch des Welthandels. Ja, also das sind die 3 wichtigsten Hafen und die Handelsknoten und die zu kontrollieren, generiert unheimlich viel Einkommen. Das sind Handelsknoten.
Jetzt noch mal kurz zur Erklärung der Symboliken hier. Ihr seht hier, dieses Symbol zeigt an, das ist mein Haupthandelshafen. Es müsste London sein. Und London liegt im Bereich des Handelsknoten Ärmelskanal. Das habe ich noch nicht gesagt. Ihr seht auch hier farbliche Kennzeichnungen. Und das sind die Provinzen, die zu diesem Handelsknoten Champagne, zum Beispiel alle rot gekennzeichneten Provinzen, gehören zu dem Handelsknoten Champagne. Und der Ärmelkanal sind hier die orangenen Knoten und so weiter. Also hier seht ihr, welche Provinz zu welchem Handelsknoten gehört. Dann seht ihr hier, hoppala, unser aktueller Handelseinfluss beträgt 189. Handelseinfluss, auch bekannt als Handelsmacht. Und die Handelsmacht ist auch ein abstrakter Wert. Die Handelsmacht ist einfach ein numerischer Wert, der den Einfluss an diesem Handelsknoten in Relation zu der gesamt vorhandenen Handelsmacht beschreibt. Ja, diese Relation wird ausgedrückt hier durch diesen Prozentwert. Ja, das heißt, 190, sagen wir jetzt mal 190 Handelsmacht sind 40%, also haben wir so ungefähr irgendwie 400 Handelsmacht da insgesamt vor Ort, ein bisschen mehr, ne? Also, aber da könnt ihr schon mal grob abschätzen, also was habe ich hier für eine Handelsmacht und wie hoch ist der Anteil? Also wenn es jetzt, diese 189 nur 5% wären, dann würde mir das nicht nur Auskunft darüber ausgeben, wie einflussreich ich hier an diesem Knoten bin, sondern auch, wie viel Handelsmacht ich mehr generieren muss, um eben hier einflussreicher zu werden und ihn vielleicht sogar zu kontrollieren, dann mit über 50% oder so, ne? Okay, dann sehen wir hier den Handelswert am Umschlagplatz. Dann mit dem, also der gesamte Warenwert, der hier umgeschlagen wird, der setzt sich zusammen. Also hier gibt uns auch wieder das Tooltip, wunderbar Auskunft, lokal. Also lokal, damit sind die Provinzen gemeint. Die generieren hier einen Warenwert von 16,87. Wir haben hier weiterhin einen Wareneingang von 23,07 und wir haben Ausgänge von 0. Das heißt, der Warenwert an diesem Umschlagplatz insgesamt ist eine Summe aus diesen drei Summanden, also die Ausgänge haben wir denn hier irgendwie, wir können ja mal hier in Lübeck gucken zum Beispiel. Hier müssen wir drauf. So. Na, also hier haben wir jetzt die Ausgänge und dann ist es tatsächlich, die Ausgänge wurden da schon abgezogen. Und der verbleibende Warenwert, der lässt sich dann in Geld umwandeln sozusagen. Ne? Okay, dann sehen wir hier noch, wie viel Schiffe, also die Klammerzahl zeigt auch direkt hier, was wir einsammeln. Hier sehen wir, ob wir leichte Schiffe hier im Einsatz haben, was die machen, dazu gleich noch mehr. Okay, wie setzt sich denn eigentlich Handelsmacht zusammen? Wie entsteht eigentlich hier zumindest dieser lokal generierte Warenwert? Dazu gehen wir jetzt mal in eine Provinz, das ist völlig egal, in welche Provinz wir jetzt gehen. Und da geht das Provinzfenster, was wir schon kennen, auf und links unten steht Handel und hier sind die drei Faktoren aufgelistet, die auf den Handelsknoten sozusagen wirken, die für den Handel relevant sind. Hier haben wir noch was anderes. Das sind die Waren. Wir können mal hier, ich habe hier alle Kartenmodi zusammengefasst, die für den Handel irgendwie interessant sind. Wenn ihr hier auf den Handelsgüter-Kartenmodus geht, da seht ihr, jede Provinz generiert ein Handelsgut. Jedes Handelsgut hat einen Warenwert. Ja, der ist jetzt in dem Fall Getreide, 2 Gold. Hier drauf, aha, Eisen, wesentlich wertvoller. 4 Gold 50. Wie sieht es denn bei Tuch aus? 4 Gold 20. Ja, Wein 3,12. Die richtig wertvollen Sachen sind natürlich hier in Übersee. Ja, also hier 5,60, das ist Kakao.
Kaffee, 3,30 ist gerade nicht so hoch der Preis, okay. Das ist Gewürze, ne, Edelsteine natürlich. Gewürze sind hier 5 Gold, ne? So, Gold hat einen Warenwert 0, okay, komisch. Also Gold wird gar nicht gehandelt, sondern Gold wird direkt in Einkommen umgewandelt, ne, wenn ihr so eine Provinz hier habt. Aber alle anderen Waren haben einen Warenwert und der ist variabel, also der ändert sich. Ja, Angebot und Nachfrage etc. etc. durch Events, obwohl ich glaube, in dem Game wird kein echtes Angebot und Nachfrage-Mechanik hier simuliert. Ich weiß nicht genau, wie das Spiel das dann ermittelt, aber auf jeden Fall ist dieser Preis hier nicht fix, sondern der ändert sich. Dann haben wir hier einen Wert produzierte Güter 0,7, aha, und wenn wir jetzt 0,7 mal diesen Wert hier rechnen, dann kommen wir auf den Handelswert. Das heißt, wenn ihr die Produktion hier erhöht, dann erhöht ihr auch den Handelswert, dann erhöht ihr auch den lokalen, jetzt gehen wir mal wieder auf unsere Handelskarte, erhöht ihr auch den lokalen Warenwert. Ja? Also vor allen Dingen dann in Übersee wird das irgendwann interessant, ne? Wenn ihr dann anfangt halt hier wertvolle Ressourcen, Kakao, Gewürze, Edelsteine und so und dann erhöht ihr hier die Produktion und ja, baut entsprechende Gebäude und so, dann kann dieser Handelswert enorm steigen und dann ist es natürlich wichtig, dass dieser Handel auch an eurem Haupthandelshafen, also dieser Warenwert auch an eurem Haupthandelshafen hier ankommt, dass ihr das dann erst hier in Geld umwandelt. Also hier könnt ihr direkt euren Handelswert ablesen. Wenn ihr überlegt, wie kann ich den erhöhen, guckt euch den Warenwert an. Ja, also Getreide ist es nicht so geil halt, ja. Während Kaffee natürlich total teuer ist, dann erhöhe ich das hier und fange hier an, wie die entsprechenden Gebäude zu bauen, eben um diesen Handelswert zu erhöhen. Und ja, bei Getreide lohnt sich vielleicht nicht. Vielleicht baue ich hier eher was Militärisches oder so oder generiere hier mein Einkommen über die Steuer. Dazu kommt, jede Provinz, die erzeugt Handelseinfluss an dem zugehörigen Handelsknoten natürlich nur. Das könnt ihr hier ablesen. Wie wird das errechnet? Und zwar wird hier die Entwicklung durch 10 und dann mal 2 gerechnet. So kommt ihr auf euren Handelseinfluss, zumindest auf den Basisbetrag. Wir gucken jetzt mal hier drauf. Stimmt das, was der Basti erzählt? Basis 2,0. Ja. So errechnet sich die Basis. Dann gibt es aber noch Faktoren, die diesen Wert erhöhen. Nämlich haben wir hier eine Küstenprovinz. Merke also, Küstenprovinzen wichtig für den Handel. Dann haben wir den Kolonialismus, also die, jetzt fehlt mir das Wort gerade, Institutionen, ja, den Institutionen Kolonialismus haben wir hier entdeckt oder etabliert. Das gibt nochmal plus 10 und unser Merkantilismus erhöht das um plus 48%. Dann gibt es noch ja, auch negative Faktoren. Das seht ihr aber alles hier aufgelistet. Also auch hier könnt ihr schon ein eventuelles Handeln ableiten. Besonders wichtig für den Handelseinfluss sind Provinzen mit solchen Symbolen hier. Wir gehen hier jetzt mal drauf. Handelseinfluss 51, bam, ja. Das sehen wir dann hier. Also das sind die normalen Faktoren, Küste, Kolonialismus etc. etc. Und wir sehen aber hier, Themse-Mündung, ja, sehr wichtig, gibt vorneweg mal plus 10. Ja, also nicht irgendwas mit Prozenten oder so, sondern 10 werden hier drauf gerechnet. Und hier haben wir auch nochmal plus 10. Also diese Symbole, die sind wichtig und auch hier könnt ihr schon sehen, welche Provinzen sind denn jetzt
um den Einfluss hier massiv zu erhöhen, sehr wichtig. In Europa müsst ihr natürlich Kriege führen, aber in Kolonialprovinzen könnt ihr vielleicht, wenn ihr als Erster hier ankommt, in dem Bereich Chesapeake Bay, dann würde ich natürlich sofort meine Kolonisten, jetzt nicht dann hier, hier und hier, sondern ich würde hier einen Kolonisten hinschicken, hier einen Kolonisten, ja, auch versuchen hier schnell mein Territorium, ne? Also das sind die Kernprovinzen, also was nicht Kernprovinzen, aber das sind die Provinzen, die Priorität besitzen sollten, wenn ihr hier anlandet, genauso natürlich in Asien und so. Also auch hier könnt ihr direkt auf, in diesem Kartenmodus sehen und da eventuell irgendeine Notwendigkeit von irgendwelchen Maßnahmen ableiten. Handelseinfluss wird aber nicht nur durch die Provinzen selbst generiert, sondern es strömt auch immer Handelsmacht flussaufwärts. Ne? Also zum Beispiel hier, ich habe hier keinerlei Provinzen, ja, jetzt habe ich mir Mist erzählt, nee, das ist Ostfriesland, okay. Also ich habe hier keinerlei Provinzen in dem gesamten Handelsknoten Lübeck, dennoch habe ich hier 4%. Und zwar kommt es daher, dass ich hier eine sehr hohe Handelsmacht besitze und ein Zehntel davon strömt hier aufwärts. Ne? Das gilt natürlich auch hierfür. Also hier habe ich natürlich auch, weil ich hier Provinzen besitze, dennoch wird es da dazu addiert. Ja, also so, wir gucken mal. Naja, nee, okay, das reicht dann nicht mehr. Weil das ist einfach 0,4, dann wären 0,4%, ist dann abgerundet zu 0%, ne? Ja, aber so habt ihr dann dennoch hier, gut, jetzt habe ich hier auch noch einen Händler vor Ort, ne? Okay, das heißt, ich leite hier irgendwie Handel weiter. Nee, mache ich irgendwie gar nicht so richtig, ne? Oder mache ich doch? Gucken mal. Das interessiert mich jetzt auch gerade mal. Ja. Transportieren jetzt dadurch dann, obwohl wir hier keinen Händler haben, weiter. Aber dazu gleich mehr jetzt. Nehme ich hier ein bisschen was vorweg. So, Schiffe sind auch ein wichtiges Mittel, um Handelsmacht zu erhöhen. Und zwar nur leichte Schiffe. Wenn ihr 1444, hier sind wir jetzt schon ein bisschen weiter, wenn ihr 1444 anfangt, dann generiert ihr pro leichtem Schiff was? Wir gehen jetzt mal hier unser Überseegeschwader. Hier haben wir Fregatten, das sind leichte Schiffe. So. Und zwar gibt es hier einen Button, Mission auswählen, und dann geht ihr hier auf Handel schützen. Ja, und dann seht ihr Handelsknoten, die ihr schützen könnt. Hier seht ihr auch wieder, welche Händler hier im Einsatz sind. Hier seht ihr, welche Missionen, also hier seht ihr schon, was der Händler hier macht, aber auch hier leitet England Handel weiter. Hier wird Handel abgeschöpft. Und wenn ihr jetzt auf Senden geht, bekommt ihr einen Tooltip. Und da seht ihr schon den Profit, den eure Flotte hier generieren wird, abzüglich der Unterhaltskosten der Flotte. Sehr praktisch. Also hier könnt ihr direkt sehen, wo habe ich denn den meisten Profit vom Einsatz meiner leichten Flotte. Also merke, die leichten Schiffe sind, wenn ihr globalen Handel betreiben wollt, das probate Mittel, um euren Einfluss durchzusetzen, ja, es ist auch heute noch so, ja, so auch in der modernen Welt sind die Kriegsflotten, also natürlich einerseits haben die, wie hier im Game auch, habt ihr natürlich militärische Zwecke, die diese Schiffe erfüllen, aber vor allen Dingen hier die leichten Schiffe, die sind dazu da, um eurem globalen Handelsanspruch weltweit durchzusetzen. Und dann habt ihr jetzt natürlich noch Händler. Die Aufgabe von Händlern ist eigentlich, einerseits in einem Handelsknoten die Handelsmacht zu erhöhen. Also wenn ein Händler vor Ort ist, generiert der auch direkt Handelsmacht. Ich glaube, das ist irgendwie 10 oder so. Aber die Hauptaufgabe eures Händlers ist, den Handel zu lenken, den Handel zu steuern und dafür zu sorgen, ich habe es vorhin schon gesagt, dass die Reichtümer in den Kolonien auch wirklich bei euch ankommen. Und genau das machen unsere Händler hier, ja. Also, ihr seht jetzt hier sind so kleinere Kästchen auch. Die zeigen an, welcher Warenwert hier in welche Richtung gelenkt wird. Ja? Seht ihr das? So, also ich kann ja auch hier direkt so machen. Und jetzt wird mein Händler eingesetzt, um
Waren hier hinzusteuern. Da hat sich jetzt an dem Wert noch nichts verändert. Das wird erst immer am 1. jeden Monats werden die neuen Beträge dann hier aktualisiert. So, also das sind eigentlich die Aufgaben von Händlern. Wir gehen jetzt mal hier auf so einen Handelsknoten drauf. Da geht hier ein Fenster auf. Ihr seht hier oben verschiedene Reiter. Das sind direkte Links zu anderen Handelsknoten. Handelsknoten Mississippi, Handelsknoten Elfenbeinküste und so weiter. Das sind die Knoten, die einen wahren Zustrom zu dem gewählten Knoten bilden. Da hier rechts seht ihr, das sieht man jetzt hier ein bisschen schlecht, weil der Abstand nicht besonders groß ist. Wir gehen mal auf Lübeck, da sieht man es deutlicher, ne? Also links der Zustrom, rechts der wahren Abgang. Ja? Also nur Ärmelkanal, wir gucken uns das mal an. Tatsache hier so. Also auch in dem Fenster seht ihr sofort, wie viel Zuströme gibt es hier. Ja? Also hier gibt es jetzt nur Zuströme wie gehabt. Ihr seht das auch numerisch nochmal aufgelistet. Hier Eingänge, dann was hier lokal produziert wird. Es kann sein, dass ein Knoten ja einen hohen Warenwert hat, aber lokal wird gar nicht so viel produziert. Das liegt dann einfach, weil vielleicht ein sehr wertvoller Knoten dem beschickt sozusagen. Und hier seht ihr die Warenabgänge. Ihr wollt natürlich, dass die Abgänge in den Kolonien vor allen Dingen, ne, dass das extrem hoch ist einfach. Das soll alles zu eurem Haupthandelshafen. Und hier seht ihr dann, was gesamt da noch verbleibt. Das ist nicht sehr viel. Ihr seht hier den Handelseinfluss aller Nationen, die hier beteiligt sind. Großbritannien ist hier nicht besonders mächtig. Das sieht hier schon anders aus. Ja. Also ihr seht hier grafisch sehr schön dargestellt, was hier unten dann nochmal aufgelistet ist. Nämlich wie einflussreich Spanien ist hier natürlich in der Karibik auch historisch. Sehr einflussreich, England ein bisschen weniger. Also da könnt ihr schon sehen, wer sind eure großen Konkurrenten und wer sind eher die kleinen Fische. Ihr seht hier, wie viel abgeleitet wird, wie viel verbleibt in dem Handelsknoten. Also rot sind die Abgänge, grün ist der Wert, der verbleibt, der zum Abschöpfen dann überhaupt noch relevant ist. Ihr seht hier rechts Missionen, das ist jetzt neu dazugekommen. Ihr seht Missionen, die ihr dem Händler geben könnt, die haben aber ja eher Einfluss auf andere Mechaniken, seht ihr? Also gut, ihr könnt dieser eine Punkt, die Ausnahme bestimmt hier vielleicht die Regel, also dieser eine Punkt ist jetzt, um eure Handelsmacht zu erhöhen, zack, so, oder hier könnt ihr dann, Wirkung auf Nationen, die im Ursprung aktiv sind, Spionagenetzwerk. Also wenn ich jetzt in Spanien ein Spionagenetzwerk schnell aufbauen muss, könnte ich meine Händler jetzt anweisen, hier ein bisschen Spionagetätigkeiten nebenbei noch zu machen und so weiter. Aber für den Handel ist jetzt nur das relevant. Das ist ein ganz nettes Feature, um hier zum Beispiel die Beziehungen zu verbessern und so weiter. Also ihr habt hier nochmal andere Hebel, die aber andere Mechaniken betreffen in erster Linie. Hier seht ihr die Missionen, ihr könnt einmal den Händler zurückrufen, ihr könnt jetzt hier sagen, also aktuell seht ihr, dass der Händler hier Handel weiterleitet. Ihr könnt ihm, es gibt nur zwei Missionen, den Handel betreffend zumindest, die ein Händler ausführen kann, entweder Handel abschöpfen oder eben Handel weiterleiten. Hier könnte ich dem jetzt noch sagen, was der Händler das weiterleiten soll. Und hier seht ihr, welche Nationen hier vor Ort sind. Hier seht ihr an diesem Symbol, ob die einen Händler haben. Wenn hier wieder ein Minus ist, haben die wieder keinen Händler. Und ihr seht auch an diesem Symbol schon, schöpft der Händler hier ab oder leitet er weiter. Ja, das ist hier das Symbol für Abschöpfen, das ist das Symbol für Weiterleiten. Die Mission seht ihr aber auch nochmal hier. Ne? Also Plus ist Abschöpfen überall da, wo der Händler abschöpft oder eben weiterleiten. Automatisch wird hier weitergeleitet, wenn kein Händler vor Ort ist. So, hier seht ihr nochmal das Einkommen, das hier generiert wird. Hier seht ihr Modifikatoren, da sprechen wir später nochmal drüber. Also hier seht ihr die Schiffe, die vor Ort sind und der Einfluss, der dadurch generiert wird. Also hier sehen wir schon, wir haben hier viele Schiffe vor Ort, Spanien irgendwie gar nicht,
Dennoch ist unser Handelseinfluss hier überschaubar, also kann man überlegen, eventuell noch mehr Schiffe dahin zu schicken oder vielleicht zu überlegen, dass man den Handelsknoten aufgibt und Spanien überlässt, unsere Schiffe woanders hinschickt und so weiter. Hier sehen wir die Provinzen, die den Handelseinfluss generieren. Isla Juana, das ist eine spanische Provinz, auch hier dran zu erkennen. Die überträgt natürlich auch als Vasall, als Kolonie übertragen die automatisch Handelseinfluss an Spanien. Auch das wird ein Grund dafür sein, dass Spanien hier so mächtig ist. So, hier ist nochmal ein Modifikator aufgelistet. Durch Technologie, Bürger. Okay, und das sind, genau. Das ist hier nochmal ein bisschen vielfältiger. Hier sehen wir eben, dass die verschiedenen Kolonien, also es ist nicht nur Isla Juana, sondern auch Florida, Neuspanien etc. etc. Das sind alles Kolonien, die Handelseinfluss an Spanien übertragen, aber auch wettbewerbsfähige Kaufleute zum Beispiel plus 20%. Ich glaube, das ist eine Idee von Spanien. Dann Machtprojektion, das ist hier oben, das erhöht auch diesen Modifikator. Und es kann sein, dass ihr von dem Handelseinfluss, den ihr hier so generiert, vielleicht gar nicht so der Beste seid, aber dieser Modifikator, der kann das dann doch drastisch erhöhen und den absoluten Wert, also den letztendlichen Wert, dann doch stark erhöhen. Mit welchen Modifikatoren es noch gibt und so, da sprechen wir gleich noch drüber. Also das ist ein sehr interessanter und wichtiger Wert. Ne? Also hier jetzt die Niederlande zum Beispiel, die haben einen Negativmodifikator und der verringert dann die Handelsmacht immerhin um mehr als ein Drittel. Das ist doch ordentlich. Und so ein Modifikator kann dann auch schon wieder Aufschluss darüber geben, macht es überhaupt Sinn, meine Schiffe hier einzusetzen? Ja, wenn ich hier minus 80% habe, dann ist es einfach Unfug. Und sende ich meine Schiffe doch eher woanders hin, weil die kosten ja auch Unterhalt und vielleicht eher da, wo ich einen positiven Modifikator habe. Okay, und wie verdiene ich denn jetzt überhaupt Geld mit dem Handel? Also, ihr könnt überall Handel abschöpfen. Ja, ich schöpfe jetzt hier mal Handel ab. Lassen das mal laufen. So. Und jetzt schauen wir mal Großbritannien. Okay, minus 50. So. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Also generell Handel abschöpfen bedeutet immer, ich setze Warenwert um, der mir zusteht, der mir zustehende Warenwert wird bestimmt durch meinen Handelseinfluss. Ja, also wir werden meinetwegen einen Warenwert von 100 Gold sind da vor Ort quasi, einen Warenwert von 100 Gold. Ich habe einen Handelseinfluss von 50%. Dann stehen mir die 50% der Waren zu. Was 50 Gold wären, würde ich das abschöpfen, würde das erstmal basismäßig 1:1 umgewandelt in 50 Gold, was mir hier dann einfließt. Aber es gibt verschiedene Faktoren, die das eben modifizieren. Und jetzt gucken wir uns mal an. So, minus 50, das heißt, von diesen 25 Gold würde meine Handelsmacht um 50% reduziert werden, meinen Einfluss dann vielleicht nur noch auf 25% schmälert. Ja, also das ist ein wichtiger Faktor. Und jetzt gucken wir uns mal an, was hat denn hier den härtesten Impact auf meine Handelseinnahmen? Und da steht ganz unten, Handelseinnahmen von außerhalb der Hauptstadt. Aha. Jetzt gucken wir mal hier. Wie sieht es denn da aus? So, also, ne, da ist ja, okay, wir haben jetzt hier ein Problem vom Prestige. Wir sind unter einem Embargo von Frankreich und Spanien, aber das ist insgesamt zu verschmerzen, sage ich mal. Also, wir kontrollieren hier 16,4 Gold und können das dann wunderbar umsetzen und wir verdienen dann tatsächlich auch so viel, ja. Okay, und
Also hier haben wir offensichtlich nicht, weil das ist unser Haupthandelshafen, ja, zu erkennen an diesem Symbol, wie an diesem Kastensymbol. Hier haben wir das aber schon. Was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass ihr einzig und alleine Handel nur abschöpft an eurem Handelshaupthafen. Und das ist in unserem Fall London. Das heißt, alle anderen Händler werden dazu benutzt, um Handel nach London zu bringen. Koste es, was es wolle. Ja, weil da, weil, ey, 50%, come on halt, ja, das ist einfach verdammt viel. Es kann sein, dass ihr in Venedig, ja, oder in Genua, also wo ihr überhaupt gar nichts ableiten könnt, einen so hohen Handelseinfluss genießt, dass es sich lohnt, da Handel abzuschöpfen, trotz dieses 50%igen Malus. Das kann sein. Aber primär ist eure Aufgabe, den ganzen Handel in euren Haupthandelshafen zu leiten. So verdient ihr euer Geld. Und man höre und staune, ihr braucht noch nicht mal einen Händler. Ja, ihr schöpft hier automatisch alle anderen Handelshäfen, alle, in allen anderen Handelsknoten, wo ihr keinen Händler vor Ort habt, leitet ihr weiter im besten Fall jetzt, ja. Es gibt auch, da wird nichts weitergeleitet, einfach weil euer Einfluss da zu gering ist. Aber hier habt ihr keine Händler vor Ort und ihr leitet trotzdem weiter. Auch sinnvoll weiter, in, also von der Richtung her jetzt, ja. Und ich habe jetzt Ärmelkanal, ja. Ich habe jetzt hier keinen Händler vor Ort, ich schöpfe aber hier ab. Ja, und hier brauche ich halt einen Händler, um abzuschöpfen, habe aber diesen ollen 50%igen Malus. Das heißt, ihr braucht keinen Händler in eurem Haupthandelshafen. Ihr schöpft da automatisch ab. Alle Händler sind dazu da, die Waren in euren Haupthandelshafen zu leiten. Also, Memo an mich, wo geht es hier hin? Nach Bordeaux wollen wir nicht. Chesapeake, Sevilla, Okay, also ich kann hier nichts machen, um nach zum Ärmelkanal zu kommen. Doch, kann ich. Ich leite das hier, Handelseinfluss übertragen. So, und der wählt automatisch schon einen sinnvollen Knoten hier an. So, wir lassen das jetzt mal laufen. Ja. Chesapeake. So. Aha. Das nervt jetzt ein bisschen, dass wir hier, ich gebe mal kurz meinen Truppen hier einen Marschbefehl. Okay, also guckt euch die Handelsströme an und überlegt euch eine Strategie, wie ihr einen Maximalwert an Waren in euren Haupthandelshafen bekommt. Ne? Also wie gesagt, ihr habt die Mittel, einmal Händler einsetzen, leichte Schiffe einsetzen und so könnt ihr die Handelsströme steuern, ja. So, jetzt haben wir hier nur noch 7% Einfluss. Das ist halt nicht viel, ne? Was haben wir denn hier noch? Gucken uns mal weiter um. 5%. Auch nicht viel. Ah, das ist auch eher für Spanier interessant, ne? Ah, 20%. 15%. Wo geht das hin? Nach Bordeaux. Ja, also, ihr seht schon, Frankreich leitet jetzt hier nach Bordeaux. Das heißt, alles, was jetzt hier nach Bordeaux geht, geht nicht in den Ärmelkanal. Ja. Also, muss man sich überlegen halt, ja. Also, okay, ich leite jetzt zum Beispiel hier 7 Gold, also nicht nur ich, sondern auch andere Nationen leiten hier weiter. Ja, also das kann man auch nutzen, ja. Also man kann auch sagen, okay, die leiten jetzt alle hierhin weiter. Ja, dann erhöhe ich doch einfach massiv hier meinen Handelseinfluss durch den Einsatz meiner Flotte. Also es ist nicht immer unbedingt, ne, Handelsschützen. Das ist ein super Indikator hier, aber ihr könnt das auch eurer Strategie unterordnen. Also ich kann auch überlegen, dass ich das hier in den St. Lorenz-Strom schicke, meine Flotte.
So. Um hier den Handelseinfluss vielleicht massiv zu erhöhen. Ich kann gucken, ob mir diese Länder, die hier an dem Handelsknoten vertreten sind, vielleicht Handelsmacht übertragen können. Dazu kann ich einen Krieg führen. Ja, das könnt ihr als Friedensvertrag machen. Es geht aber auch auf diplomatischem Wege. Vasallen sind sowieso dazu verpflichtet. Also ihr könnt auch durch die diplomatische Option Handelsmacht übertragen, euren Handelseinfluss zu erhöhen. Ja, also kann ich überlegen, vielleicht macht es gar nicht unbedingt so viel Sinn, das hier direkt in den Ärmelkanal zu schicken. Vielleicht macht es Sinn, ich setze mich hier mit drauf, weil Frankreich leitet schon weiter, weil Frankreich kommt hier nicht nach Bordeaux. Frankreich muss hier rüber gehen, um dann hier nach Bordeaux zu kommen. Ja, und wenn ich jetzt aber hier Frankreich das Feld überlasse, dann verliere ich eventuell Waren, die ich eigentlich hier wunderbar habe. Ich habe hier einen hohen Handelseinfluss. Ja, ich kann viele Waren weiterleiten. Also solange Frankreich hier diesen Handelsknoten kontrolliert, mache ich hier miese. Also macht es eher Sinn für mich, hier weiterzuleiten. Versteht ihr? Aber ich kann auch überlegen, ich leite hier weiter. Und jetzt kommt noch ein anderer Bonus dazu. Händler kriegen einen Bonus, wenn mehrere Händler in eine Richtung leiten, dann bekommen die einen Bonus. Also ich kann jetzt nicht mehrere Händler an einem Handelsknoten haben, sondern von einer Nation. Und zwar bekommt der erste Händler, der weiter einen 5%igen Bonus auf die Handelsmacht in dem Knoten. Kommt ein zweiter dazu. Also ich habe hier einen Händler, ist jetzt hier angenommen vor Ort und der leitet hier weiter. Bekommt er einen 5%igen Bonus im Gegensatz hierzu. Kommt jetzt ein zweiter Händler dazu, dann bekommt der einen 2,5%igen Bonus, der addiert wird zu meinem 5%igen Bonus. Das heißt, wir haben hier in diese Richtung hier einen 7,5%igen Bonus gegenüber diesem hier. Ein dritter 1,6%, da sind wir bei 9,1. Ein vierter bekommt 1,2 nochmal dazu. Da sind wir dann bei 10,3%. Und der letzte kommt ein fünfter Händler dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob die alle einen Händler hier vor Ort haben, aber es sind zumindest 5 Nationen. Wir gucken mal. Ja, wir sortieren hier nach. Nee, es sind nur 2 Händler. Großbritannien und die Indianer, die schöpfen hier ab. Ja. Kommt noch ein fünfter Händler weiter dazu, der hier was weiterleitet. Dann kriegt der nochmal einen 1%igen Bonus und das ist dann der letzte Bonus. Also, wenn 5 Händler hier weiterleiten, bedeutet das einen Bonus von 11,3%. Ja, also es kann sinnvoll sein, wenn jetzt hier 4 Händler weiterleiten, dann verliere ich, wenn England als einzigen hier einen Händler hätte, würde ich gegenüber diesem Strang hier dann doch an Boden verlieren. Und da würde es vielleicht Sinn machen, mich hier mit draufzusetzen, die Warenwerte noch weiter zu erhöhen, der hier hochläuft. Aber dann muss ich natürlich diesen Knoten hier kontrollieren. Und wie gesagt, das probate Mittel ist hier Schiffe, Schiffe, Schiffe. Also ihr könnt ja auch 40 Schiffe irgendwie hinschicken, ne? Ihr könnt auch einen Handelskrieg führen. Da ist dann Kriegsziel, Handelsmacht hier zu generieren. Okay, also ihr könnt durch Krieg oder durch Diplomatie Handelsmacht erhöhen, durch Schiffe und eben durch Händler. Die Händler leiten natürlich dann nicht nur den Warenwert, sondern auch die Handelsmacht hier. Das stärkt wiederum auch meinen Einfluss hier. Ja. Also probiert da ruhig ein bisschen aus. Ihr werdet irgendwann einfach ein Gefühl ein bisschen dafür kriegen, wie ihr am meisten Geld verdient. Aber variiert das ständig, ne? Also guckt immer, leitet um und probiert da was aus und achtet dann am Ende des Erstens auf euer gesamten Handelseinkommen und so weiter, ne? Wie sich das verändert. Ihr könnt natürlich auch Handelseinfluss durch die richtigen Provinzen generieren, durch Gebäudeausbau von Provinzen. Ja, also es gibt ja auch eine Gebäudekette, so Provinzhandelseinfluss lokal 50%. Ne? Also ich kann hier, dann die richtigen Provinzen besetzen und schon kann ich hier enorm an Macht gewinnen und Frankreich so den einzigen Weg hier nehmen, die Waren aus St. Lorenz und Chesapeake Bay und der Hudson Bay hier nach Bordeaux
erzeugen. Also auch identifiziert Handelsknoten, die wichtig sind. Ja, also ihr seht sofort, für Frankreich ist das ein ganz zentraler Knoten. Frankreich wird alles daran setzen, diesen Knoten zu kontrollieren. Ihr könnt ganz entspannt hier auch aus dem Inland dann, wenn euch hier dieses Territorium gehört als England, das hier Richtung Ärmelkanal leiten. Ne? Auch hier geht es direkt Richtung Ärmelkanal. Frankreich kommt weder von hier noch von hier irgendwie zurück über diesen Weg, weil hier geht es auch noch nach Bordeaux. Also für gesamt Nordamerika ist das the place to be hier für Frankreich. Also kontrolliert diesen Knoten und ihr schneidet Frankreich vom gesamten Handel in Nordamerika ab, was die Handelseinkünfte von Frankreich massiv einschränkt. Also ihr könnt da richtig viel Schaden anrichten, ne? Auch wenn ihr das geschickt macht. Weiteres Mittel, jetzt muss ich gerade mal einen Schluck Wasser trinken, das ist doch ganz schön viel Rederei hier. Ein weiteres Mittel sind Embargos. Die sind aber unbedingt nur einzusetzen gegen Rivalen, also wählt eure Rivalen auch weise. Für mich als England, Frankreich, Spanien, vielleicht Portugal, ja, sind die Rivalen Nummer 1, weil so kann ich Handelsembargos gegen die ausrufen und so deren Handelsmacht einschränken. Wie wirken Embargos? Und zwar, wir hatten ja gesagt, dieser Modifikator ist extrem wichtig. Viele haben den nicht so auf dem Schirm. Deswegen geht hier immer mit der Maus drüber. Guckt euch an, wie setzt sich denn dieser Modifikator? Ja, weil die gesamte Handelsmacht, die ihr generiert, wird am Ende durch diesen Modifikator reduziert oder eben multipliziert. Wie setzt sich das zusammen? Und hier sehen wir auch schon unter Embargo von Frankreich. Es ist aber überschaubar. Okay. Sind wir denn hier vor Ort? Hier sind wir gar nicht vor Ort, aber wir können hier mal gucken. So. Oh, ja, sehen wir sofort. Minus 13,4. Aha. Und hier sehen wir unter Embargo von Französisch-Kanada. Jetzt bin ich aber ein bisschen irritiert, weil eigentlich hätte ich jetzt gesagt, unter Embargo von Frankreich, wieso? Warte mal, was gucken. Nee, wir sind auch Rivale. Das ist mir jetzt ein Rätsel, muss ich gestehen. Wer da eine Antwort drauf hat, der darf das gerne in die Kommentare schreiben, denn nach meinem Wissensstand zufolge ist, also generell ein Embargo verändert diesen Multiplikator, ja, ins Negative natürlich. Und ich dachte eigentlich, dass anhand die vorhandene Handelsmacht bestimmt hier nach, so, sortieren nach Handelseinfluss. Soweit ich weiß, wird die Reduktion dieses Multiplikators anhand der Handelsmacht der Nation bestimmt, unter dessen Embargo ich bin. Ja, also natürlich, da Frankreich ein Embargo gegen mich verhängt hat, werden auch alle Kolonien ein Embargo gegen mich verhängen. Deswegen hat auch ein Französisch-Kanada ein Embargo gegen mich verhängt. Ich verstehe nur nicht, warum Französisch-Kanada jetzt so das so krass reduziert, während Frankreich das so gering reduziert. Also da könnt ihr mir gerne was in die Kommentare schreiben, aber vielleicht gibt es irgendeine Idee oder irgendwie sowas, was das Embargo von Französisch-Kanada so effizient gestaltet. Wir gucken uns auch nochmal den Handelsknoten an mit Spanien. Wo sind wir hier? Spanien hat auch ein, aber auch hier wieder die Kolonie ist hier wesentlich effizienter. Es kann sein, dass hier die lokale Handelsmacht gewertet wird. Das kann sein. Also, dass nicht die Schiffe dafür verantwortlich sind, sondern sozusagen die Häfen und die Provinzen, ne? Das würde Sinn ergeben auf jeden Fall. Aber schreibt mir da bitte das in die Kommentare, falls ihr da mehr wisst. So, dann gibt es noch die Möglichkeit mit unseren leichten Schiffen. Wie gesagt, leichte Schiffe
absolut wichtig. Die schweren Schiffe sind eigentlich nur dazu da, um leichte Schiffe zu beschützen. Natürlich auch Invasionen abzusichern, Invasionsflotten. Also es sind eure wirklichen Kriegsschiffe. Das sind die Schiffe, die eure Handelsmacht durchsetzen. Und schwere Schiffe sind auch dazu da, um Piraten zu jagen. Aha, Piraten. Was sind denn Piraten? Ihr könnt einer Flotte entweder Piraten jagen, aber das macht ihr bitte mit schweren Schiffen. Das macht ihr bitte nicht mit leichten Schiffen. Und ihr könnt Freibeutermissionen machen. Und was ist das denn? Jetzt machen wir mal hier Karibik. Und lass mal laufen. Und zwar, ich hatte ja gesagt, also zu Beginn des Spiels generiert ein leichtes Schiff 2 Handelsmacht. Schickt ihr die auf Freibeutermission, dann generieren die mehr Handelsmacht. Aber die generieren die Handelsmacht nicht für eure Nation, sondern für die Fraktion der Piraten. Die Piratenzahlen, das sind Freibeuter, das sind keine richtigen Piraten, sondern eben Freibeuter, die im Auftrag einer Nation als Pirat arbeiten sozusagen. Und die zahlen auch einen Obolus an euch, also ihr verdient da schon auch Geld mit. So, ne, seht ihr hier, Profit. Der ist aber nicht so hoch, wie wenn ihr hier handelt, schützt. Würde ich jetzt mal sagen, Chesapeake 1,66. Gucken wir mal. 1,66 ist sogar identisch. Ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also es sollte eigentlich weniger sein. Dieser Wert ist in diesem Fall tatsächlich mit Vorsicht zu genießen. Ja, was auch immer. Wann benutzt ihr das? Das benutzt ihr, wenn euch Handelsmacht an diesem Knoten gar nicht so viel nützt. Einfach, weil ihr es nicht sinnvoll weiterleiten könnt, zum Beispiel. Ihr aber diese Nation schaden wollt. Also ihr zum Beispiel ist für Spanien jetzt die Karibik ein ganz zentraler Knoten, um hier aus Mexiko, hier, ne, aus Lima, die Gold, das Gold und die Gewürze und all sowas, Richtung Sevilla zu verschiffen. Also, ne, deswegen, für eure Strategie, macht wichtige Handelsknoten aus und überlegt euch, wie geht ihr damit um? Nutzt ihr die für euch selbst, um selber Handel zu euch zu bringen? Oder benutzt ihr das einfach, um denen zu schaden? Ja? Und in dem Fall benutzt ihr Freibeuter. Um Spanien hier einfach massiv finanziell zu schaden, schickt ihr einfach jede Menge Freibeuter dahin. Und wie gesagt, Freibeutermissionen generieren mehr Handelsmacht, aber eben nicht für euch, sondern für die Fraktion der Piraten. Und das grabt ihr einfach dann Spanien ab. Und damit schädigt ihr nicht nur die Waren, die hier in der Karibik generiert werden, sondern natürlich auch alle anderen Knoten, die diesen Knoten brauchen, um die Waren überhaupt nach Sevilla zu bringen. Ja, also wirklich, ne, also auch jetzt so ein Handelsknoten hier. Der ist für England zum Beispiel extrem wichtig, ja. Also vielleicht hat Spanien hier in dem Gebiet gar keine Provinzen, gar keine Kolonien, aber England natürlich viel, ja, und generiert unheimlich viel Gewürze etc. etc. England wird wahrscheinlich über diesen Knoten, ja, das Richtung Europa zu schiffen, weil ich spare halt hier einfach Handelsknoten. Also 1, 2, 3. Ja. Und während hier komme ich mit 1, 2, 3. Naja, nicht wirklich. Ja, aber vielleicht wird dann Handel irgendwie hier für Genua oder Venedig oder so, ja. Also vielleicht wird England dann doch eher hier um Afrika rum. Je nachdem halt, ja. Also da könnte dann Spanien vielleicht Piraten hinschicken, um diesen Knoten hier zu kontrollieren oder zumindest so weit zu schwächen, dass das massive Geldeinbuße bedeutet. Auch Embargos können sehr mächtig sein halt, ja. Wie gesagt, es hängt immer ab von dem Einfluss, den ihr an dem Knoten habt, beziehungsweise die Nationen, die euch unterstützen. Also eure Kolonien in dem Fall. Baut auch Gebäude, die Handelsmacht generieren. In den richtigen Provinzen wohlgemerkt.
Also jetzt so eine Provinz wie London, ja, da ist natürlich wichtig halt hier Marktplatz plus 50%. Also es ist kein fester Wert, sondern das ist ein relativer Wert zu eurer Handelsmacht. Das heißt, wir generieren hier 25 Handelsmacht durch dieses eine Gebäude. Haben wir das hier auch? Nee. Ja, können wir bauen. Klar, kostet ja 85 Gold, richtig teuer und wird uns nur 1,5 bringen. Ja, das ist hier mehr als das Zehnfache in London. Also wählt hier die Gebäudeweise, ja. Erhöht die Produktion von wertvollen Waren, ja. Sichert euch Provinzen in Übersee, die strategisch wichtig sind, weil sie Handelsmacht generieren. Aber auch guckt euch an, welche Waren werden denn hier generiert? Ja, was haben die denn für einen Preis? Aha. Ah, okay. Macht ja hier mehr Sinn. Also baue ich doch hier meine Produktionsstätten, die Produktion erhöhen und damit den Handelswert. Vorausgesetzt ist natürlich, ihr müsst Handelsmacht besitzen, um den Handel hier zu kontrollieren, um ihn zu lenken, um ihn ja in eure Richtung zu lenken und vielleicht sogar das Lenken anderer Nationen hier zu negieren. Also mit Handel kann man sehr viel Geld erwirtschaften. Es gibt natürlich dann auch hier müssen wir hin. Die Ideengruppe, zack, das löschen wir mal so. Die Handelsideen, wir gucken uns das mal an. So, Handelseinfluss global plus 20%. Das ist richtig mächtig. Ihr bekommt hier einen weiteren Händler. Ihr bekommt hier Handelsreichweite. Die Handelsreichweite bestimmt den Einsatzradius eurer Händler abhängig von der nächsten Provinz. Also es kann sein, dass ich hier keinen Händler, jetzt habe ich hier wahrscheinlich hier baue ich gerade eine Provinz. Aber vielleicht kann ich hier keinen Händler einsetzen. Nein, dann mache ich halt hier eine Kolonie. Dann kann ich das schon wieder machen. Und schon kann ich hier Handel um Afrika rumleiten, ja. Gucken uns weiter nochmal die Idee an. Was gibt's hier noch? Handelseffizienz. Die Handelseffizienz ist ein Faktor, der bestimmt, wie effizient ihr beim Abschöpfen den Warenwert, also meinetwegen ihr habt 10 Warenwert von 10 Gold, schöpft das zu 100% ab, dann habt ihr 10 Gold. Habt ihr eine Handelseffizienz von 10%, dann bekommt ihr 11 Gold daraus. Ja, also damit modifiziert ihr den Wert, den ihr hier abschöpft, richtig stark. Hier bekommt ihr noch einen Händler, also könnt ihr schon wieder mehr Warenströme lenken. Handelssteuerung, extrem wichtig. Das bestimmt die Effizienz, wie effizient euer Händler Waren in eine Richtung lenken kann. Und den Karawaneneinfluss. Können wir uns gleich nochmal angucken, da bin ich jetzt, muss ich ganz ehrlich gestehen, weiß ich nicht genau, was es ist. Ich glaube, es ist eine Mechanik, bitte in die Kommentare damit, verzeiht mir, dass ich das jetzt nicht weiß. Schreibt mir das bitte in die Kommentare, was der Karawaneinfluss ist. Es ist so, dass irgendwann mal, wir gucken uns diesen Handelsknoten mal an. Nee. So, Karawaneneinfluss. Ja. Durch Provinz. Also ich weiß, es gibt einen Faktor. Ich weiß gerade aber nicht, wo ich... Ach, das sehe ich hier, genau. Inlandumschlagplatz, ja. Ich lese mal vor. Wenn ein Händler in einem Inlandsumschlagplatz abschöpft oder auf Inlandsumschlagplatz zusteuert, bekommt ihr in diesem Umschlagplatz zusätzlich Handelsmacht basierend auf eurer Handelseffizienz. Das hat man gemacht, um Handelsknoten im Inland zu stärken, weil dann oft Länder, die einfach keine Küstenprovinzen hatten, das Nachsehen hatten. Und ich glaube, dass Karawanen ist das, wenn ich von Inlandsknoten, dass das einen Bonus dann ergibt. Da bin ich mir aber nicht sicher. Also ich weiß, ihr bekommt auch einen Bonus, wenn ihr so Handels, also so Ketten bildet, ja. Also wenn ich jetzt hier nach da, da wird dieser Modifikator, wir gucken uns den mal an kurz. Hier. Etablierte Schiffslinien ist das, glaube ich.
Oder ist das eine Technologie? Ich dachte eigentlich, aber bitte schreibt mir das in die Kommentare. Ich dachte eigentlich, dass es einen Bonus gibt, wenn man so Ketten bildet. Aber ich kann mich jetzt auch täuschen. Okay, also, ja, wichtige Knoten kontrollieren, teure Waren sichern, strategisch wichtige Provinzen zu erkennen an diesem Symbol sichern und ausbauen und die Händler zu den richtigen Knoten schicken und solche Ketten bilden. Es gibt noch eine weitere Mechanik, das ist die sogenannte Handelskompanie. Dazu gehen wir mal gerade euch auch hier auf dem Handelsbutton hier noch eben, ich habe die Waren, wie gesagt, noch mit dabei. Ich habe die Kolonien und Handelsregionen, das ist wichtig. Ihr könnt jetzt in solchen eingefärbten Regionen, könnt ihr Handelskompanien gründen. Wir gucken mal, wir haben hier eine Provinz. Nee. So, da müssen wir auf den Handelsknoten. Lass mal die Zeit laufen. Kann ich jetzt nirgendwo eine Handelskompanie? Doch, hier. Okay, Moment, stopp. So. Hier. Also, ne, wir haben jetzt hier die. So. Handelsregion. Hier ist hier grün gekennzeichnet. Südafrikanische Handelsregion. So, und wenn ich dann da eine Provinz besitze, da könnt ihr hier in dem. Da ist ein Button, da drücken wir jetzt mal drauf. So, Handelshaus einrichten. Dies errichtet ein neues Handelshaus in Südafrika. Wenn unsere neue Firma die Kontrolle über all eure Provinzen im Kap der Guten Hoffnung bekommt, steigt ihr Wert zur Errichtung eines Handelsimperiums enorm. Zugleich wird aber ihr Wert als Quelle für Truppen und Steuern gemindert. Es deaktiviert auch die automatische Verbreitung von Institutionen etc. etc. So, jetzt schauen wir mal. Handelseinfluss lokal plus 100%. Ja, aber es stärkt halt, senkt halt, also ihr bekommt hier quasi keine Steuern mehr, sondern ihr bildet hier eine Handelskompanie. Jetzt gehen wir mal auf die Provinz drauf. Ihr könnt hier auch einzelne Provinzen, ja, mit diesem Button hier aus der Handelskompanie rausnehmen. Dann könnt ihr dann wieder anfangen, Truppen zu rekrutieren, Steuern zu generieren, also sprich eher also Gebäude einzubauen, die Steuern generieren oder eben Kasernen oder so. Die primäre Aufgabe von einer Handelskompanie ist natürlich einmal eure Handelsmacht jetzt hier an dem Knoten massiv zu erhöhen. Gucken wir mal, ob wir jetzt hier einen Modifikator auch kriegen. Nee, sieht man jetzt nichts. Okay. Also ihr erhöht damit den Handelseinfluss extrem. Und wenn ihr 50% des Handels kontrolliert, bekommt ihr einen zusätzlichen Händler. Nur als Handelskompanie, nicht generell. Ja, weil wenn ihr generell 50% an einem Knoten kontrolliert, das ist Latte. Aber wenn ihr eine Handelskompanie dort besitzt und kontrolliert 50% des Handelseinflusses an diesem Knoten, bekommt ihr einen weiteren Händler. Und ich glaube, ihr könnt bis zu 11 Händler so bekommen. Da kann mich aber auch gerne jemand korrigieren, falls dieser Wert nicht stimmt. Das ist die primäre Aufgabe eigentlich einer Handelskompanie, einen neuen Händler und somit euer Handelsnetzwerk weiter zu verbessern. Und ihr könnt auch so mit geringen territorialen Geschichten hier, so, wir gehen jetzt nochmal auf den Handel, ja, also ihr könntet zum Beispiel euch als Strategie überlegen, hier die wichtigen Provinzen in der Handelsregion, wenn ihr jetzt nur diese Provinzen und diese Provinz, ja, also ihr seht, die sind jetzt sehr einflussreich, wenn ihr dann da noch die richtigen Gebäude baut, also die euren Handelseinfluss, Märkte etc. halt, ja, erhöhen, plus ihr gründet da eine Handelskompanie, dann könnt ihr mit nur 2-3 Provinzen diesen Knoten komplett beherrschen. Bekommt einen neuen Händler, der euch auch befähigt, dann den Handel weiterzuleiten, vielleicht zur nächsten Handelskompanie und so weiter. Und so könnt ihr ein weltumspannendes
spannendes Handelsnetzwerk gründen, was ja historisch auch so von Holland, Venedig und so unterhalten wurde. Und könnt so mit wenig Provinzen brutal viel Geld erwirtschaften. Ich persönlich habe aber relativ wenig Erfahrung mit Handelskompanien, muss ich sagen. Ich muss, glaube ich, auch mal einfach so ein Land wie vielleicht Venedig oder so spielen. Okay, ihr Lieben, wir sind jetzt hier am Ende angekommen. Ich hoffe, ich habe euch einen Einblick in den Handel insoweit verschafft, dass ihr damit arbeiten könnt, dass das nicht nur eine Randerscheinung ist, sondern vielleicht auch mal der Grund für einen Krieg, also dass nicht nur territoriale Kriege geführt werden, sondern dass auch Handelskriege geführt werden um Handelsmacht, dass ihr mit Embargos arbeitet, dass ihr vielleicht auch euch für die Ideengruppe des Handels begeistern könnt und so einen wirklich, gerade als Kolonialmacht natürlich, ist der Handel ein Faktor und da könnt ihr mit ein paar Modifikatoren einfach mit dem richtigen Lenken, dem richtigen Einsatz der Händler euer Einkommen massivst erhöhen und ihr könnt auch mit der richtigen Kriegsführung, mit der richtigen Strategie und dem Einsatz von Piraten an den richtigen Punkten das Einkommen von einer Macht wie Spanien oder so oder Frankreich vielleicht wirklich extrem einschränken, vielleicht sogar blockieren. Lasst mir bitte ein Like da, wenn euch dieses Video weitergeholfen hat und abonniert meinen Kanal, falls ihr das nicht schon längst getan habt. Ich bin der Basti, ich bin hier raus. Ich bedanke mich, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und ich sage ciao, ciao.